Das Michelberg-Gymnasium ist das große Sorgenkind Geislingens. Ursprünglich war davon die Rede, dass die Sanierung der Schule 13 Millionen Euro kosten würde. Inzwischen ist man bei 21 Millionen Euro angelangt. Immer wieder tauchten Mängel auf, immer wieder Kostensteigerungen. Am Dienstag erfuhr die Geislinger Zeitung davon, dass ein Teil der Schule sogar einsturzgefährdet ist. Konkret handelt es sich um die naturwissenschaftlichen Räume. Nicht auszumalen, wenn Menschen zu Schaden gekommen wären. Die Sanierung des Michelberg-Gymnasiums begann 2014 und endete im September 2016. Doch die Probleme blieben. Die Stadtverwaltung kündigte deswegen 2017 dem Fachplaner, weil er Mängel nur schleppend und unbefriedigend beseitigt habe. Mit Architekt Horst Höfler liegt sie zudem im Clinch. Schulleiter Heiner Seemann zeigt sich bestürzt von den neuen Entwicklungen. Er betont, die Schule werde alles dafür tun, dass die Schüler keine Nachteile erleiden. Der normale Unterricht in Mathe oder Englisch werde nicht beeinträchtigt.